Hallo, mein Name ist Kurt und in diesem Video baue ich den Communicator aus Power Rangers. In so einem 1-Euro-Laden habe ich Grillanzünder gefunden und die Flasche hatte das perfekte Muster am unteren Ende. Also habe ich das ausgeschnitten und die Zwischenräume mit blauem Window Color gefüllt. Du benutzt natürlich die Farbe, die du gerne benutzen möchtest. Bevor du weiter an den Teilen arbeiten kannst, musst du dafür sorgen, dass sie wirklich komplett durchgetrocknet sind. Denn als nächstes bepinselst du sie mit silbernem Nagellack. Dann suchst du dir eine Klebestreifenrolle mit solchen Löchern drin und den Zwischenraum füllst du mit Fimo aus. Die Ecken und Kanten glättest du so gut wie es geht ab, sodass es eine relativ gleichmäßige Fläche ergibt. Im Baumarkt habe ich dann für 9 Cent so ein Stück Kupferdraht bekommen, welches ich dann auf ungefähr 3 bis 3,5 cm Länge geschnitten habe und jeweils an den Enden abgerundet habe. Damit die einzelnen Teile auch unabhängig voneinander bewegen kann, habe ich so eine Art Gelenke gebaut aus Plastikdeckeln. Das Ganze tackerst du am besten zusammen, das gibt am meisten Stabilität, habe ich festgestellt, weil die Heißklebepistole einfach nicht ausreicht. Für ein gleichmäßiges Bild pinselst du alles noch mit Nagellack ein. Dann stichst du vorsichtig von unten 6 kleine Löcher in den Fimo-Ring und dann lässt du das Ganze auf mittlerer Stufe für nicht mal 2 Minuten im Backofen aushärten. Mit Sekundenkleber halten diese Kupferdrahtteile ziemlich gut in dem Fimo. Vielleicht hast du ja noch eine alte Uhr irgendwo rumfliegen, die du nicht mehr brauchst. Im Baumarkt habe ich dann diese Teile gefunden. Wir brauchen 4 Stück. Du schneidest die so zurecht. Dann grundierst du das alles wieder mit silbernem Nagellack und schließt es mit silberner Acrylfarbe ab. Mit rotem Window Color habe ich dann noch Details hinzugefügt. Sowie mit transparentem Window Color. Für etwas über 1 Euro bekommst du so ein Küchensieb und dort schneidest du dir ein Stück Sieb heraus in der Größe der Klebestreifenrolle. Dann passt du das getrocknete Window Color auf die Größe des Gitters an. Ja, und dann baust du das alles zusammen. Aus einem Stück Plastik schneidest du dir diese Form und beklebst sie von einer Seite mit gelbem Isolierband. Beschriftest das Ganze und das kannst du dann mit Sekundenkleber befestigen.
In einem anderen 1-Euro-Laden habe ich noch so eine Halloween-Deko gefunden und da war eine LED mit Knopfzellen drin. Die habe ich rausgebaut und die passt von der Größe perfekt in das Armband. Ja, und hier ist der fertige Communicator. Ich hoffe, das Video hat dir irgendwie weiterhelfen können. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.